Ja, in dieser Folge werden wir uns damit beschäftigen, den Motor hier rauszubauen. Ich komme heute Morgen in die Garage, kurz vor 10, halb 10 gerade. Ja, dann sehe ich, dass hier unten ja so ein wunderbarer Ölfleck ist. Ich hätte ja erwartet, der kommt irgendwie durch den Überlauf vom Vergaser, weil der scheint ja hier nicht so ganz takko zu sein. Aber ich habe mal gestern Abend die Ölleitung, die zum Vergaser geht, schon mal abgemacht, um einfach mal zu schauen, ist es denn tatsächlich so, dass ja das Öl durch die Pumpe läuft, auch wenn sie sich nicht dreht? Ja, und ihr seht, da unten sind ein paar Tropfen Öl drin. Das scheint tatsächlich so zu sein, dass so der ja, atmosphärische Druck, der hier auf die Leitung drückt, es ausreicht, das Öl durch die Pumpe zu drücken und entsprechend durch den Ölschlauch. Beim Originalvergaser, der dabei ist, sitzt hier ein kleines Rückschlagventil drin, was das verhindert. Ja? Also nur wenn entsprechend die Pumpe sich dreht, wird hier durch dieses Rückschlagventil ein gewisser Druck beaufschlagt und es kommt Öl in den Vergaser. Das hat dieser 18 € China-Nachbau leider nicht. Der hat hier kein Rückschlagventil. Der hat hier lediglich nur so ein ja, 6 mm Anschlussstück, aber kein Rückschlagventil. Aber das ist das eine Problem, erklärt natürlich noch nicht, wo kommt denn das Öl hierher? Und ich habe jetzt gesehen, hier unten an den Zapfen, ja, da hängt ein Tropfen. Wenn ich das so ein bisschen nachverfolge von innen, muss es irgendwo ja, von der Ölpumpe kommen. Wobei der Anschluss ist gut. Vielleicht unten drunter irgendwas. Ja, das werden wir beobachten, wenn wir den Motor raus haben. Wenn er auf der Werkbank steht, kann man sich das vielleicht ein bisschen besser anschauen. Deswegen werde ich den jetzt erstmal ausbauen. Ja, ist relativ einfach. Sind ja nicht keine komplizierte Konstruktion. Geht nur darum, hier diesen Bolzen da rauszuziehen. Und dann kann ich den Motor nach hinten wegmachen. Natürlich Anschlüsse, Lichtmaschinenanschlüsse, Benzin, Zündung, alles abmachen. Und dann kriegt man den Motor relativ einfach raus. Okay, ich nehme euch wieder dazu, wenn ich den Motor ausgebaut habe. So, ja, die ganzen Zuleitungen und Kabel sind schon mal ab. Ich habe den noch ein bisschen hochgebockt. Einfach damit ich den Motorblock hinten leichter rausziehen kann. Ja, das, was ein bisschen merkwürdig ist, was mir gerade aufgefallen ist beim Abziehen des Ölschlauches, dass die Ölpumpe nicht besonders fest hier drin sitzt. Seht ihr das? Obwohl ja diese eine Schraube, diese hier, die diesen Niederhalter runterdrückt, um die Ölpumpe zu fixieren, voll festgezogen ist. Ja, da muss ich halt mal schauen. Warum hat die Ölpumpe hier so viel Spiel? Ja? Das kann ja nicht original sein. Vielleicht fehlt da irgendeine Unterlegscheibe oder irgendwas passt hier nicht. Aber das kann nicht richtig sein. Ja, Stoßdämpfer habe ich ausgelöst. Ich werde den Motor jetzt so rausziehen und den drehen und dann hinten auf die Werkbank packen. Der ist nicht allzu schwer. Ich hatte den schon einmal raus. Das sollte also machbar sein. Okay, ja, dann hole ich den jetzt raus und stelle ihn auf die Werkbank. Ja, und dann geht's weiter. Ja, das war die eine Schraube, die hier in der Halterung drin sitzt. Die hatte ich Gott sei Dank beim ersten Mal schon mit Kupferpaste bearbeitet. Also ging der Motorblock leicht raus. Naja, leicht. Irgendwie werden die Motorblöcke auch immer schwerer mit den Jahren, wo man das macht. Aber jetzt steht er hier, ja, Hinterrad ab. Und dann schauen wir uns mal an, was mit der Ölpumpe da vorne los ist. Ja, das kann ja nochmal spannend werden. Okay, ja, dann steigen wir voll ein in die Revision des Motors. Alles auseinandernehmen. Die Motorteile trennen und dann werden wir den Fehler finden. Ja, Pneuenlager, Kurbelwellenlager oder vielleicht sogar beides. Wir werden es rausfinden. Ja, auch das muss ich euch zeigen. Ich war ja der festen Meinung, dass ich die Kurbelwelle überprüft habe, weil das mache ich eigentlich immer. Aber in den Fällen muss ich etwa gepennt haben oder nicht ganz fit gewesen sein, weil ich sagte ja im gestrigen Video, naja, die Kurbelwelle hatte weder Axial- noch Radialspiel. Doch. Die hat Spiel in allen Richtungen. Also der ganze Simmerring dichtet das überhaupt gar nicht mehr ab. Ja? Seht ihr das, wie das sich bewegt? Ich lege mal die Lampe nochmal anders hin, vielleicht sieht man es dann besser. Jemini, was habe ich denn da bloß gesehen? Ja, hätte ich das gleich am Anfang gesehen, weil der Motor war ja schon mal raus. Ich musste ja das Öl rauslaufen lassen. Da hätte ich das doch gleich mitgemacht. Aber tja, hier habe ich wohl gepennt. Naja, passiert. Ist ja für niemanden anderen, ist ja für mich selber und deswegen ist es nur die Arbeit, die da im Raum steht und nicht, dass man sich da irgendwo ärgern muss, dass man ja hier gefuscht hätte. Junge, Junge. Na okay, weiter geht's.
Ja, hier nochmal so ein Tipp am Rand, ne? Wenn ihr die Motorteile trennt, achtet darauf, dass ihr bei der Demontage weder die Kurbelwelle noch das Getriebeeingangswelle irgendwie blöd ablegt. Nicht, dass die kaputt gehen oder krumm werden. Also legt euch da ein paar Böcke drunter. Ja, jetzt kommt das Spolrad ab. Vielleicht auch interessant. M24 Steigung ein. Also kein Normalgewinde, schon ziemlich Feingewinde. Und wenn ihr den Abzieher reindreht, dreht den auch ganz rein. Nicht, dass ihr beim Kontern hier das Gewinde aus dem Polrad rauszieht. Ja, und auch hier sieht man wieder deutlich Spiel in den Lagern. Ja, naja, wenn es so einfach ist, dann freue ich mich. Okay, weiter geht's. So, und spätestens an dieser Stelle wird es interessant. Na, mal gucken, ob er es auch gleich merkt, was ist hier nicht ganz richtig. Ja, hier war schon mal jemand dran, ne? Hat hier eine Imbusschraube reingesetzt, obwohl hier so eine Bundschraube reingehört. Da seht ihr das? Ja, das machen nur ganz große Schrauber. Also ist hier schon mal dran gebastelt worden. Und auch hier sieht man wieder das Spiel an der Kurbelwelle. Oh je. Okay. Also, so ganz jungfräulich ist der Motor nicht. Wurde schon ein bisschen dran rumgebastelt. Aber wir kriegen das hin. Ja, das ist echt spannend. Schauen wir uns mal hier die Laufbahn an. Die sieht echt noch gut aus. Um näher ranzugehen. Ja, also ich sehe ja keine Riefen erstmal so. Das werden wir natürlich gleich besser sehen, wenn ich den Kopf, den Zylinder gezogen habe. Ja, starke Verguckungen. Also über eine Mangelschmierung kann man, glaube ich, hier nicht meckern. Also der sieht eher ziemlich verkokt aus. Ja, okay. Dann nehme ich jetzt den Zylinder runter. Und dann gucken wir uns Kolben und Zylinderbahn mal an. Jo. So, das, was ich hier sehe, sieht relativ normal aus. Ja, gut, da sieht man so besser. Ja, der Kolben hat gearbeitet. Ja, also der Zylinder vielmehr. Ja, den nehme ich aber seine 12.000 Kilometer durchaus ab. Ja. Das ist noch in Ordnung, den kann man noch benutzen. Den muss man nicht rausschmeißen. Ja, den Kolben, den gucke ich mir gleich noch ein bisschen genauer an. Ja, das übliche bisschen Abnutzung hier an den Kolbenringen. Ja. Gut, ich nehme jetzt den Kolben mal raus und dann gucken wir uns den mal weiter an. Aber erstmal, auch von oben her, habe ich schon schlimmere Varianten gesehen, ja, als den Burschen hier. Okay, weiter geht's. So, ja, hier liegt der Kolben. Der hat gearbeitet, ja. Ihr seht hier an der Seite sind so ganz kleine Spuren. Aber ich habe durchaus schon schlimmere Kolben gesehen. Den schmeiße ich jetzt mal ins Ultraschallbad, um die ganzen Verkrustungen da zu lösen. Ja, und dann werde ich den nochmal neu bewerten. Also der muss nicht neu. Ja, ich gucke nur mal spaßeshalber, was so ein ja, Vergleichstyp von einer anständigen Firma kostet. Ja, einfach nur mal ein Gefühl zu kriegen. Aber erstmal reinigen und dann schauen wir. Gut, dann geht es mit dem Motor weiter. Ja, jetzt werden wir die obere Lagerschale rausziehen. Die Seite. Die kommt jetzt ab und dann drücken wir die mal raus. Und dann gucken wir uns die Kurbelwelle an. So, hier nochmal ein Tipp aus der Werkstatt. Es sind insgesamt 6 Schrauben verarbeitet, die diese, ja, den Seitenmotorteil halten. Die sind alle unterschiedlich lang. Ja, jetzt gibt es ja den einen oder anderen, meint, er ist ein Genie und merkt sich, wo die Schrauben waren. Das könnt ihr mal gleich vergessen. Spätestens nach 2 Tagen wisst ihr nicht mehr, wo welche Schraube hingehört und dann geht das große Gebastel los. Macht euch so eine Schablone, ja, zeichnet das ab, wie die Lage ist von den Motoren und wo die Schrauben hingehören. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr auch die richtigen Schrauben an der richtigen Stelle platziert. Ja. Macht euch die Arbeit, dann seid ihr hinterher wirklich auf der sicheren Seite, dass das auch alles funktioniert. So, ja, da liegt die Lagerschale inklusive des Lagers. Wobei ich sagen muss, dass das Lager echt noch einen guten Eindruck macht. Also mit dem Finger merke ich da kaum Spiel. Weder in die Längsrichtung noch in die Querrichtung. Und wenn ich jetzt mal mit Druckluft was laufen lasse, Achtung, wird laut. Ja,
Ja, da hört man auch nichts, ne? Also das Lager scheint hier noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Aber wenn man jetzt an die Kurbelwelle wackelt, Achtung, nochmal, oink, 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 ja, das kann nicht original sein. Ja, also es ist das von der Fahrerseite das linke Kugellager, was ausgearbeitet ist. Aber wir werden es gleich sehen, wenn ich die Kurbelwelle rausziehe. Okay, weiter geht's. So, mal die erste Analyse mit diesen Innenmaßabnehmern. Ich will euch das mal zeigen. Die stellt man entsprechend so ein, dann öffnet man die Schraube und dann kann man dieses Innenmaß abnehmen. Ja, ist dann immer auch entsprechend saugend drin, weil hier so eine Feder drin ist, die auseinanderdrückt. So, und jetzt, das ist das alte, habt ihr gesehen, geht es wunderbar rein. Jetzt gucken wir mal uns das neue Lager an. Und dann werdet ihr feststellen, es geht gar nicht rein. Ich muss es schräg halten, dolle schräg, ja, seht ihr das? Also richtig verkanten, damit ich es überhaupt einsetzen kann. Also das Lager hat sich ausgearbeitet. Deswegen sitzt die Welle hier auch extrem locker drin. Ich zeige euch das nochmal. Ja. Was denn so? Also normalerweise muss man zumindest ein, zwei vorsichtige Schläge auf die Kurbelwelle setzen, um die Kurbelwelle aus dem Lager rauszutreiben. Hier ist es so, es sitzt so locker drin, dass man sofort rausheben kann. Ja. Auch wenn das Lager vom Lauf her, von den Kugeln her nicht kaputt ist, so hat doch das innere Maß sich hier aufgearbeitet und deswegen, das hier hat sich aufgearbeitet und deswegen sitzt die Kurbelwelle so locker drin. Gut, ich werde die Lager jetzt tauschen, das ist ja nun wirklich kein Hexenwerk, und dann den Motor wieder zusammenbauen. So, das konnte ich jetzt leider nicht filmen. Ja, wie gehabt, ne, die Lagerschale hier erwärmen, kleinen Brenner hier, ein, zwei Minuten drum fahren, dann ist es schön warm, ausgedehnt. Ja, und dann das Lager, kann man parallel noch ein bisschen mit Kältespray bearbeiten. Ja, da sind noch die Frostspuren. Ja, und dann sollte das Lager da auch reinflutschen, ohne dass man groß drauf rumprügelt. Ja, ist die sicherste Art und Weise, das Lager beschädigungsfrei hier entsprechend in die Lagerschale einzusetzen. Okay, das erste Lager sitzt, machen wir gleich das zweite. Ja, dann kann der Motor schon bald wieder zusammen. Ja, jetzt geht es tatsächlich Schlag auf Schlag. Obwohl hier in den Dichtungsset keine Dichtung dabei war für die, die Kurbelwellendichtung, habe ich jetzt ein bisschen mit entsprechenden Silikondichtmasse abgedichtet. Es kann nicht verkehrt sein, wenn man das vernünftig macht. Ja, nichts absteht. Ja, Kurbelwelle ist drin. Dreht leicht, wobei minimaler Spiel ist jetzt hier auch. Ja, da braucht man gar nicht schön reden. Der ist halt da. Ich glaube, das muss auch so ein bisschen sein. Je nach Motor, Bauart und Variante ist das mal mehr, mal weniger. Hier scheint es schon ein bisschen mehr zu sein, obwohl die Lager neu sind. Aber dann mag das bei Kymco halt so sein. Ja, okay, dann baue ich jetzt den Motor weiter zusammen. Wenn was Spannendes passiert, nehme ich euch dazu. So, ja. Der Motor ist soweit. Jetzt erstmal wieder zusammengebaut, Kurbelwelle ist drin. Ja, das, was mir gar nicht gefällt, ist dieses obere Nadellager. Ja, das, ja, es hat jetzt nicht messbaren Spiel, aber jetzt bin ich dabei und jetzt ist dieses Ding auch schon 12.000 Kilometer gelaufen. Die fallen ja gerne mal auseinander und ja, da baue ich ein neues ein. Normalerweise habe ich ja einen riesen Fundus an Nadellager. Aber genau das von der Kymco, ja, genau das haben wir natürlich nicht da. Ja, alles nur so kleine Scheißdinger. Ja, also muss ich jetzt erstmal ein neues Nadellager bestellen. Da hilft ja nichts, wenn ich das alten Fusch da jetzt reinbaue. Und dann habe ich immer noch dieses Klopfen. Das kann ja kein Mensch gebrauchen. Also, denke ich mal, ja, vor Mittwoch geht es hier erstmal nicht weiter. Ist nicht schlimm, ich kann den Motor zur Seite legen, die Teile liegen hier ordentlich aufgereiht. Da kann man parallel noch andere Sachen arbeiten, ja, wenn man das alles ordentlich wegpackt. Das macht einen das Arbeiten natürlich leichter. Ja, okay, so viel zum Thema Motorinstandsetzung Kymco Super Fiber Teil 1. Ja, ich denke mal, bei Teil 2 werden wir dann alles fertig bauen. Bis dahin, Daumen da lassen und Abos. Vielen Dank, haut rein.